Die Luft ist wirklich gut auf Sylt. Ich freue mich aber auch heute auf in meiner, wie nenne ich das jetzt, in alten, bewohnten Städten zu sein. War ich gut eben, oder? Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein in Berlin. Aber erzähl mal, wie ist das so gekommen, jetzt von Köln dann nach Sylt? Ich mach's ganz einfach. Mir wurde an Land wirklich einiges zu viel. Ich habe auch gemerkt, musikalisch bleibe ich irgendwie in einem schwarzen Loch stecken. Mein Album ist rausgekommen. Ich habe in der Zeit ein Haus gekauft in Wauringen. Das war alles zu viel und alles gleichzeitig. Und trotzdem habe ich ein tolles Album auf die Beine gestellt. Dann habe ich gemerkt, irgendwie fehlt mir meine Luft, meine Ruhe, mein Support, mein Umgang und die Menschenwesen, die mich unterstützen. So habe ich meine 7 Sachen gepackt und war schub schub bei Conny Rackard auf Sylt. Und jetzt bin ich da wirklich Top 10 aufgenommen worden. Ich habe wie eine neue Familie gewonnen und die neuen Sohn dazu gewonnen. Danke. Mir geht's wirklich gut. Ich bin gesundheitlich wirklich auf der Besserungsseite. Meine Schuppenfläche geht zurück. Ich habe eine ganz starke Schuppenfläche gehabt. Auch an den Nägeln, Leute. Guckt, das ist alles weg. Dank Sylt. Dank auch den Syltern. Und heute bin ich hier und mache eine kleine Promo-Station, weil am 22.03. im Columbia Club meine Tour in Berlin beginnt, meine World Tour. Und ich kann euch nur sagen, Leute, kauft die Karten, es sind nicht mehr viele da. Rennt die Türen ein, Mamas. Ich war noch lange nicht so gut wie in diesen Tagen. Kauft die Karten, ich schwör's euch, ihr müsst kommen. Saxophonspieler, alles dabei. Ich habe in Sylt im Kursaal am 28.02. den Beginn meiner Tour gehabt. Hammerhart. Ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben wirklich so meinen Sound gefunden. Ich habe wirklich meine Best-of-Dieter-Bohlen-Lieder wirklich umgepimpt und habe die bis nicht besser gemacht. Ich habe die mehr zu meinen eigenen Songs gemacht. Und ich muss wirklich sagen, die Leute waren wirklich baff, auch ich selber. Ich freue mich jetzt in Berlin, mein Konzert abzurocken und freue mich wirklich, dass die Berliner mit mir feiern. Wie war das denn, wie ist denn das zu My World gekommen, zum Album selbst? Weil es war eigentlich ein jahrelanger Wunsch von mir. Schnitt dann mit Dieter, aber ich habe es nicht wirklich verfolgt. Also ich erzähle dir es jetzt mal so. Ich wollte ja eigentlich immer Soul-Musik machen. Dann habe ich meine Geburtsmusik gehabt und habe auch meine Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen noch gepflegt und war immer noch in der Basis unser Projekt. Und wir starten und ziehen das auch zusammen durch. Irgendwann mal wächst man da auch raus und man wird älter. Man erfährt seinen eigenen Sound, man erfährt seine eigene Musikrichtung. Man will auch mehr probieren und selbst auf die Beine stellen und ich habe das gemacht. Ich habe die besten Coversongs, meine Lieblingssongs auf mein My World Album draufgepackt und habe wirklich königliche Coversongs getoppt, bewusst, damit meine Fans wirklich hören. Der Kleine traut sich wirklich an Songs ran, wo keiner in Deutschland fast kennt, ich meine Jugend. Und habe die wirklich 1A rübergebracht. Ich habe den Menschen, glaube ich, in Deutschland bewiesen, dass ich wirklich ein Sänger bin, wirklich einen Sound besitze und wirklich auf der Bühne wirklich die Sau rauslassen kann. Entschuldigung, ich bin schon wieder an dem Rohr dran gekommen. Mikrofon! Und dann ja. Hast du dir so richtig irgendwie ein paar Musiker eingeladen ins Studio? Oder? Na, meinst du jetzt die Aufnahmen im Studio? Na, das habe ich auch hier in Berlin gemacht. Das war eigentlich ganz flickflacking, das zacki-zacki, weil die Zeit auch ein bisschen stehen geblieben ist. Dann war der Videodreh noch in Organisation. 12 Stunden fliegen bei 38 Grad in New Orleans singen. Das war geil. Ich hatte eine enge Hose an, so heiß wie es da war, so heiß war ich auch. Ich habe ein fettes Video auf den Markt gebracht und ich bin stolz, dass ich es gewagt habe, wirklich. Ich weiß ja nicht, wie vorher dein Verhältnis zu Dieter war, aber es ist, glaube ich, immer noch ganz entspannt. Immer noch die Frage. Ich versuche dran vorbeizukommen. Ne? Ich liebe Dieter wohl immer noch. Momentan ist unsere Zusammenarbeit ein bisschen gedämmt. Wer weiß, ob noch was kommt. Ich sage nicht nein. Lasst euch überraschen. Momentan bin ich so auf meiner eigenen Musikrichtung, dass ich wirklich mich auch da reinhängen muss. Man muss jetzt wirklich auch Gas geben und auch kämpfen, was jeder Bürger in Deutschland und auf der Welt auch versteht. Fällt nichts vom Himmel. Hintergrund meiner Frage ist halt, du siehst ja, oder, also wir haben ja schon einige hier gehabt, sei es jetzt Mersat, sei es Daniel. Mhm. Und da ist halt immer so gewesen, in dem Moment, wo sie sich wirklich von Dieter entsagt haben, irgendwie sind sie förmlich aufgeblüht. Sie waren komplett andere Menschen. Also gerade Daniel Schumacher, der hat so eine Wandlung durchgemacht. Aber die stelle ich bei dir nicht unbedingt fest. Das heißt positiv für mich. Du hast keine Höhenfliegen bekommen, Marc. Brauchst keinen roten Teppich. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich mir dann die auf Musicline die Chartverfolgung angucke, ich meine, Bohlen ist halt immer noch, da weißt du halt irgendwie.
Man weiß auch, wenn man mit Bohlen echt ein Kollege ist, auch in diesem Arbeitssystem, dann läuft alles schneller, weil der größte Wolf da drin hat das lautste Bellen. Ich bin da nur ein kleiner Bus, der mitfährt. Ich hoffe, dass meine Reifen jetzt noch größer sind, damit ich meinen eigenen Bus fahre. Mir steht jetzt nichts im Weg, aber ich muss jetzt auch die da beweisen, sodass ich jetzt auch ohne ihn kann. Diese Umwandlung mit meiner Musik von Mamacita, Sommersongs, Partymucke, die nicht zu ernstnehmend war, war mein Schwank jetzt mit meiner Soulmusik für die Fans vielleicht schon ein bisschen heftig, ein bisschen zu stark, ein bisschen auch zu krass. Kam ich um die Ecke mit erst Mamacita und dann komme ich hier mit Eric Clapton, Change the World um die Ecke. Das ist schon für manche Mamas und Senioren so wie, nimmt der jetzt Drogen oder weiß der, was der macht? Ich weiß, was ich mache, aber auch gerade diese 90-Grad-Wandlung war für mich wichtig, damit ich laber halt gerne um den heißen Brei rum. Ich frage auch niemand, was ich singen will. Entweder hören die das, wenn sie mich lieben, dann werden sie das auch kaufen. Und die werden mir auch recht geben und sagen, Marc, gut gemacht. Die Mehrheit hat gewonnen, man sieht es. Ich habe positive Feedbacks bekommen. Ich verstehe das alles. Die da, meine Zusammenarbeit, dann hat man das Gefühl, es bricht zusammen. Trotzdem versteht man nicht wirklich, dass ich jetzt wirklich allein auf beiden Beinen stehe. Mein Album in der Hand festhalten muss, habe praktisch meine eigene Geburt in der Hand. Die Nabelschnur muss ich jetzt durchschneiden. Ohne die da schon. Ja. Du hast ja immer noch irgendwie, denke ich mal, ein solides Polster im Hintergrund. Ich respektiere das auch auf eine ganz andere Art und Weise. Ich weiß wirklich, wo ich herkomme. Ich weiß wirklich, was ich mit RTL und Grundy mit Dieter Bohlen durchgemacht habe. Ich weiß, wie es da abläuft. Ich weiß auch, wie es nach den Kameras abläuft, nach dem Videodrehs. Dein Leben ändert sich ja nie. Du fällst nur mehr auf. Trotzdem musst du dich wirklich da reinsetzen, dass du wirklich die Gürtellinie noch beibehältst und die Hose fallen lässt. Höhenflügen, weil das ganze Leben ist ein Laufsteg. Warum soll ich jetzt ein Star sein? Was ist eigentlich ein Star? Ich werde nie ein Stern sein, weil oben leuchten diese. Ich bin nur ein Mensch, der hier auf der Erde läuft. Trotzdem bin ich gewillt, mein Ding abzuziehen. Für meine Fans. Ja. War ich gut wie ein Fahrrad?